Du hast ein paar Bücher heute mitgebracht, ja, eine bunte Auswahl. Genau. Was liest du denn gerade momentan? Du hast eins Ich mitgebracht, lese. wo du gesagt hast, hast du noch nicht ausgelesen. Ja, ich lese das hier. Das war eine böse Falle. Wieso? Weil ich jetzt das erste Buch gekauft habe davon und dachte, ah, also ich mag manchmal so Fantasy-Geschichten. Darf ich das mal in die Kamera Ja, halten? das darfst du. Super. Also Fantasy finde ich toll, weil das trägt einen in so eine andere Welt. Das lenkt mich ab. Das ist eine gute Unterhaltungsliteratur, finde ich. Das hat irgendwie so gar nichts mit heute zu tun. Das finde ich klasse. Und ich habe mir das erste Buch davon gekauft und dachte, ah, das ist ja toll. Und dann war das plötzlich mittendrin zu Ende. Das heißt, ich hatte es fertig gelesen und es war so, die Geschichte geht nicht weiter. Und dann habe ich, zeig mal her, das Buch. Wie heißt denn die Reihe? Oder Die hat das heißt, immer einen das, anderen nee, nee, Namen? das, diese Über, also die Überreihe heißt Das Rad der Zeit von Robert Jordan. Und dann habe ich, wie gesagt, das erste zu Ende gelesen. Und dann dachte ich so, ah, klasse, und jetzt hört es mittendrin auf, da stimmt ja was nicht. Dann habe ich hinten reingeguckt und dann habe ich gesehen, es gibt 30 Romane von dieser Serie. Und dann dachte ich, ach du Und Scheiße. ich sehe gerade, hier ist das ist der siebte Teil, Ja, das heißt, du hast noch genau, einiges 17. vor dir. Ja, das ist richtig. Aber Noch das ist ja viele nicht schöne schlimm. Lesejahre Ich mit hoffe, ja. Wenn das Das so Rad der spannend bleibt, Zeit. dann mache ich das. Okay. Worum geht's da in Schattensaat zum Beispiel? Ah je, boah, das ist ewig lange. Ich würde sagen, Leute, kauft euch selbst und guckt euch das an. Kauft euch das selbst und guckt euch das an. Okay, nur so ein kleiner Tipp. Na Es ja, sieht mir so ein bisschen. es ist eine Fantasy-Geschichte. Ja. Ach, es geht schon in so eine Richtung Herr der Ringe, es geht um Gut und Artus, wie würde Artus Böse. sagen, sowas in der Richtung, kann man Ja, sich das. Artus ist natürlich sehr spezifisch. Nee, das Aha. nicht, aber es geht um Macht, um eine Art Hexen, um Magie und Ah ja. um das Böse und das Gute und wer siegt am Ende? Das Gute. Und du bist so gefangen genommen worden, dass du jetzt sozusagen gar nicht mehr aufhören kannst, In der dir ein Tat, Buch nach ja. dem anderen zu kaufen. Bisher hat es gehalten. Ich habe einen Freund, der hat gesagt, das lässt mal ein bisschen nach in der Mitte, aber bis jetzt bei mir noch nicht. Na, wir sind gespannt. Du musst uns unbedingt mal Bescheid sagen, wie deine Le In dein 3 Jahren. Leseerlebnis in 3 Jahren Wie aussieht mit Das Rad der Zeit. fertig Wunderbar.